Wort? Verstehen Sie nicht? Kameraden! Möchte mich kurz vorstellen? General von Blattnitz. Kommandeur der obersten Heeresleitung Ost und Chef der deutschen Sperrspitze gegen Russland. Außerdem untersteht mir die NATO-Abteilung Destabilization Management Eastern Europe. Ich komme soeben von einer Inspektion unserer NATO-Truppen in den Aufmarschgebieten an den russischen Grenzen. Ich bin sehr zufrieden und darf sagen, wir sind schon sehr bald bereit zum Krieg gegen Russland. Nach kurzem Abstecher über Mali, deshalb auch mein Aufzug, und Koordinationsgespräche mit unseren dortigen Kampfpartnern USA, Frankreich und Großbritannien, bin ich soeben in Berlin angetroffen. Ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben. Das zeigt auch, wie wichtig Sie unsere Auslandseinsätze nehmen. Endlich ist auch die Mehrheit des Parteivorstandes der Linkspartei nach langem beschwerlichen Marsch über die Atlantikbrücke, wie alle Herrschaftsparteien, im Hauptquartier der NATO angekommen. Auch hat der Vorstand begriffen, dass wir Vasallenstaaten, die Teilhaber der politischen und militärischen Macht über das Zentrum der Macht führt. Tatsache ist, US World Leadership hat sich in Deutschland eine eigene Kompetenzabteilung. Die Merkel-Regierung als ihren politischen Dienstleister. Die NATO hat die politische Führung in Europa übernommen. Die NATO ist der militärische Gewaltarm der USA und bestimmt den Gang der politischen Entwicklungen in Europa. Und in der Militärbefehlshierarchie gilt, das geht von oben nach unten, von oben nach unten. Befehl ist Befehl. US World Leadership, Pentagon, NATO, deutsches McKinsey-Kriegsministerium. Wie Sie wissen, dient die Bundeswehr schon lange nicht mehr der Landesverteidigung. Sie ist ein modernes Kriegsführungsunternehmen. Sie dient als Teil der NATO der Aufrechterhaltung und Erweiterung der liberalen kapitalistischen Weltordnung. Dann muss der Spruch unseres Bundeswehrkonzerns, wir dienen Deutschland, dringend reformiert werden. Er muss fortan lauten, wir dienen dem globalisierten Konzernkapitalismus. Kameraden, Freunde der neuen Wehrmacht, allein das Kriegsgeschäft macht unser kapitalistisches Wirtschaftsmodell zukunftsfest. Darüber hinaus gilt, als Kriegsdienstleister müssen wir die Grundlagen unserer strategischen Gesamtkonzeption erst schaffen. Nur so sichern wir die Existenzberechtigung unseres Bundeswehrkonzerns. Konflikte anzuheizen und Kriege zu führen, ist unsere vornehmliche Aufgabe. Und so greifen in unseren Planungen viele Aspekte perfekt ineinander. Das Herstellen von Angst und Chaos nach innen und in den internationalen Beziehungen. Das Initiieren terroristischer Bedrohungen. Das planvolle Herbeiführen von Kriegen, Bürgerkriegen und Kriegen. Die Lieferung von Waffen in Spannungsgebiete auf der ganzen Erde. Die Aufstandsbekämpfung im Innern, die Militarisierung der EU, die Destabilisierung von Ländern mit Rohstoffressourcen mit Hilfe
unsere Geheimdienstpartner und Undercover-NGOs. Die Realisierung von der Regime-Change-Operation. Die Zerstörung der Infrastruktur und kulturellen Kohärenz in den Zielländern und die gezielte Schaffung von Flüchtlingsströmen. Allen Akteuren im Pentagon, in den NATO-Führungsstäben, in Brüssel und in Berlin ist klar, der Frieden ist kein Geschäftsmodell. Frieden können wir uns nicht mehr länger leisten. Der Frieden wäre der größte anzunehmende Unfall, der das Super-GAU für den Kapitalismus, die Kriegswirtschaft und unsere Konzernregierungen. Ferner ist evident, wir müssen unsere NATO-Partner, insbesondere die USA, nachhaltig entlasten. Wir müssen die Last auf viele Schultern verteilen. Wir müssen Position bzw. Verantwortung übernehmen. Wir wollen den Krieg gegen Russland so effizient führen wie möglich. Hierzu wird mein Freund und Kollege Ben Hodges, Kommandeur der US-Truppen in Europa, in Kooperation mit EUCOM und der EU-Kommission alle Voraussetzungen schaffen. Mein persönlicher Freund, NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, hat soeben verkündet, Zitat, in Europa sollen zwei neue Kommandozentralen errichtet werden, eine atlantische und eine logistische. Das ist für unser transatlantisches Bündnis entscheidend. Es geht darum, Truppen über den Atlantik zu transportieren und Truppen in Europa zu bewegen. Zitat Ende. Wohin muss ich nicht sagen? Die neuen NATO-Kommandozentralen werden in Deutschland realisiert. Deutschland ist in Kontinentaleuropa der wichtigste Partner der US-Regierung. Die NATO wird alles in ihrer Macht Stehende tun, um den Endkrieg gegen Russland zu verteidigen. Parallel dazu treiben wir neue Entwicklungen voran. Auch die EU braucht eine eigene Armee. Diese soll zukünftig in eigener Regie neu Krieg lostreten können. Folgerichtig haben soeben 23 der 28 Kriegsminister der EU mit PESCO einen großen Schritt in Richtung eines eigenen EU-Kriegskomplexes beschlossen. In diesem Kontext können die deutschen Großmachtinteressen endlich ihre eigenen Ambitionen entfalten. Nur so sichern wir unseren Wohlstand. Wir in Europa wollen auch unabhängig von unseren US-amerikanischen Kriegspartnern auf allen Schlachtfeldern der Welt präsent sein. Das kostet Geld. Viel Geld. Das holen wir uns auf die bewährte Art und Weise von der Bevölkerung. Und so ist das Ziel unseres transatlantischen Konzernregimes nur ein erster Schritt in die richtige Richtung. Unsere Militärausgaben müssen mindestens die 2% BIP-Marge erreichen. Aber das ist nur ein allererster kleiner Schritt in die richtige Richtung. Der Krieg muss als zukunftsorientiertes Geschäftsmodell in der Gesellschaft verankert werden. Erst dann können wir zum dritten Sturmlauf gegen Moskau antreten. Der von den Fesseln des Grundgesetzes befreite und weitgehend privatisierte Bundeswehrkonzern ist dabei die Speerspitze des modernen Kriegsmanagements in Europa. Er ist der Stoßtrupp gegen Moskau. Politik und Militärführungsstäben ist klar, wir lassen Putin nichts mehr durchgehen,
alle Bodenschätze, das Gas und das Öl und das sibirische Sand können. Darum hat die NATO und ganz Russland herum einen Cordon sanitär gezogen. Auch schaffen wir um Russland herum Zonen permanenter Instabilität. Von den baltischen Staaten über Polen, Rumänien, Ungarn, Ukraine bis tief in den ostasiatischen Raum. Das bindet politische und organisatorische Kräfte Russlands und ist für den Feind mit erheblichen Kosten verbunden. Wir müssen Russland maximal schädigen. Das gilt selbstverständlich auch für die Ausweitung von Sanktionen. Sanktionen sind integraler Teil der Kriegsführung. Wir werden die Welt nach unseren Vorstellungen neu ordnen. Allein darum haben wir den Ukraine-Konflikt losgetreten und unsere Söldner den Maidan zusammenschießen lassen. Andere Konflikte können wir nach Berlin an- und abschalten, an- und abschalten. Zum Beispiel in Georgien, Bergkarabach, im Nahen und Mittleren Osten, überall, wo es uns nützt und wo wir es für nötig halten. Nach Syrien, Nordkorea und der Iran auf der Abschussliste. Aber unser letztendliches Ziel ist und bleibt ein Geschichtscheck in Moskau. Kameraden, Freunde der Wehrmacht, Destabilisation Management Eastern Europe beschränkt sich nicht nur auf die Ausweitung von Kampfzonen im Ausland. Mit Hilfe inszenierter Terroranschläge im Innern und unterstützt durch unsere Propagandapartner in den Medien schaffen wir auch nach innen ein Gefühl maximaler Unsicherheit. Damit wir den weltweiten Krieg zugunsten unserer westlichen Weltordnung gewinnen, müssen wir parallel den Propagandakrieg an der Heimatfront führen. Wir sind ja hier unter uns. Die ständige Bewusstseinsmanipulation der Bevölkerung ist dabei die entscheidende Voraussetzung erfolgreicher Kriegsführung. So fördern wir die Bereitschaft der Bevölkerung, alle Überwachungsmaßnahmen im Innern und alle Auslandseinsätze unseres Kriegsministeriums gut zu heißen. Ich kann mich nur wiederholen, der Frieden ist ein Geschäftsmodell. Frieden kann sich die liberale kapitalistische Weltordnung nicht leisten. Das gilt auch für eine expansive Wirtschaftsaktion in Deutschland. Darum wird die Freiheit des Westens an allen Fronten unter Einsatz aller Waffengattungen verteilt. Wenn Russland jetzt noch einen einzigen Fehler macht, dann sind wir in unserem Land am Ende. Dann wird jetzt ab 5 Uhr von der Zeitplan. Gut, okay.